Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Gnadental-Map. Und wir haben April, Code von Regen. Wir haben beim letzten Mal die drei Baumwollfelder soweit fertig gemacht, dass der Quark da einfach nur noch wachsen muss. Und wir widmen uns heute dem großen Acker da hinten. Na, dem riesengroßen Feld, wo nochmal Mais drauf soll. Der Big Bud steht schon startklar. Und ich würde sagen, wir legen los mit Vorevente erstellen. Und dann können beide Seemaschinen zeigen, was sie können. So, an das Ding, absenken und Abmarsch. Ich hoffe, dass wir hier mit zwei Streifen Feuerwände klarkommen, zwecks umdrehen, weil der Wenderadius von diesen Geräten ist relativ, na? Wenn wir sehen, wenn wir beobachten, kriegen wir raus, kein Problem. So, wenn Feuerwände immer steht, dann müssten beide Seemaschinen eigentlich ordentlich Meter machen und richtig Fläche schaffen. Weil dieses Feld zu bestellen, das wird eine Weile dauern und wir müssen auch noch mal ordentlich walzen. Vorteil, da wir geflügt haben, brauchen wir nicht striegeln, und Kraut haben wir nicht, was wir bekämpfen müssen. Das ist schon mal sehr, sehr stark von Vorteil. So, Frage, können wir diese Bäume hier vorne fällen, dass wir hier ordentlich umdrehen können? Das wäre sehr, sehr geil eigentlich. Da würde ich mal die Seemaschine noch mal kurz stoppen, die Kettensäge rausholen. Und ja, ab das Ding. Wenn wir können, dann weg. So, das gleiche hier. Ich sehe ja nichts. Hallo, da ist ein Baum. Ich sehe hier nichts. Überhaupt ja nichts. Hallo, wo ist denn der? Da. Licht bitte. Und wenn, dann sehe ich den Stuppen nicht. Ich hoffe, der wird gleich weggemacht. Ja. Konnte ich einen roten Streifen erkennen, das ist schon mal sehr, sehr gut. Der muss auch noch weg hier. Die stehen aber auch hart im Buschwerk hier. Meine Güte. So, machen wir den nächsten auch noch weg oder reicht das? Ach komm. Dann lassen wir den Busch hier auch noch verschwinden. Ich sehe hier. Da jetzt. So, mit der Superkraft wird hier erstmal Ordnung gemacht. Die schmeißen wir drüben auf dem Acker. Da räumen wir ein andermal weg. Was wächst denn hier? Raps, ist ja auch schön. So. Baum, komme raus aus deinem Versteck. So, das werden wir beim nächsten Mal wegbringen. Oder ich mach das mal nebenbei oder so. Oder wir machen das nachher, wenn die Seemaschine hier voll am Ackern ist. Ich sehe hier ja nichts. Aber wir haben den Baum anscheinend gut gegriffen. Okay. So. Und du da, komm mal mit. Erstmal aus dem Aktionsradius hier raus. So. Oh. Ist ja noch eine olle Krüppelkiefer. Komm mal her. Du darfst natürlich auch gehen. So, das war jetzt einfach. Und das andere Zeug, das ist hier landschaftstechnisch einfach nur Strauchwerk, oder? Warte mal. Das Land gehört mir nicht, das ist mir egal. Das, was mir hört, wird von Büschen entfernt. So, perfekt. Das war nicht gut. Ha, super Kraft, ne? Also manchmal, naja. So, Seemaschine runter, Seemaschine an. Dann fahren wir hier mal schnell manuell. Bin gerade am Überlegen. Wollte ich noch mehr Bäume entfernen. Oder wir lassen den hier einfach erstmal hochfahren. Mal gucken, was passiert. Schön durch den Graben tingeln hier. Eieiei. Vorsicht, Fahrzeuge. Hier ist Überbreite. Frag mich nicht, bei der neuen Seemaschine kaputt. Bleibt der bloß stehen. Also der KI-Verkehr, der fährt hier immer krass auf Kontakt. Ist schon schwierig. So. Ab mit Mais in Erde und los. Dann lassen wir den erstmal hochfahren, ne? Dann hat er auf jeden Fall erstmal ordentlich zu tun. Ich würde bald sagen, wir bräuchten noch eine zweite Feldwalze, weil Ena Alena hat hier richtig, richtig viel Pensum. Ja. Wie schnell fährt denn der Onkel hier? Warte mal, wir stoppen das nochmal. Wir müssen hier vielleicht die Arbeitsgeschwindigkeit anpassen. Wie viel fährt denn die Seemaschine generell? Hier wollte ich hin. Wir haben... Wo ist sie denn? Seetechnik? Bin blind? Da. Nee.
Echt, ist es bei diversen? Krass, ja, da ist sie. 20 km/h. Komm. Ich würde vielleicht erhöhen wollen. Machen wir mal hier 23, 24 oder was das ist. Ist immer noch vernünftig. Oder guck mal, für die Fläche hier direkt Saat. Das geht schon, weil der hat hier richtig zu ackern jetzt. Na? Ach so, cool, ich mag das. Also ihr könnt hier stundenlang zugucken, wie die Dinger hier einfach Meter fressen ohne Ende. Und hier die Felder bestellen. Und ich würde sagen, wir fahren mit dem Kollegen gleich hinterher und machen weiter. Hier fehlt noch ein bisschen Saatgut. Da könnten wir noch mal was reinhauen hier. In den Koffer. Warte mal. Dünger sind hier noch 18.000. Ich habe nämlich beim letzten Mal alles, was hier in dem Silo war, eingefüllt. Dann würde ich hier noch ein bisschen Saatgut mitnehmen. Das, was noch drin ist. Mal gucken, oder wir machen gleich voll. Wobei Mais ist ein bisschen mehr im Verbrauch, ne? Wir können mal gucken, arbeitsbreitentechnisch. Ja, guck mal, wie weit der noch fährt. Also, ne, hier ist noch richtig viel. Richtig viel. So, wir machen hier mal auch auf knapp 18 oder 15 oder na, von mir aus auch 20. Je nachdem, vielleicht ist das wirklich auch schon vorher leer. Mal gucken. Hier sind noch drin 4, ne, dann nehmen wir alles mit. Dann sind wir hier auch bei 18, 19 ungefähr. Dann kommen wir da wenigstens ein bisschen mit. Das passt denn schon. Dann sind beide Silos aber leer, ne? Ich glaube, Mineraldünger war noch 10.000. Saatgut ist dann ja nicht mehr da. Vielleicht reicht das ja auch. Ich denke es mal nicht, aber vielleicht ja doch. Mal gucken. So, Abfahrt. Dann würde ich sagen, kann er sich von der anderen Seite aus durchschlagen. Dann lassen wir hier nochmal eine Arbeitsbreite gleich zurückfahren als Vollwende. Und dann sollte das vielleicht laufen. Und in der Zeit, wo die da so Sachen machen und über das Feld hier fahren, gucken wir uns nämlich an, was in dem neuen DLC hier für die Heuerstellung alles an neue Fahrzeuge und die Räte dabei waren. Wollte ich beim letzten Mal schon reinschauen. Ja, hat zeitlich leider nicht so gepasst. Dann schauen wir da heute rein, ne? Dann kann in Ruhe die Sämaschine hier fahren. Besser gesagt, beide Sämaschinen. Und wir schmeißen mal einen Blick in den Shop. Vielleicht ist da ja auch was bei, was für uns von Interesse wäre, für unsere neue Wiese, die wir angelegt haben. Müssen wir mal schauen. So, wir klapperieren hier erstmal auseinander. Die Bäume können wir doch wegbringen, genau. So. Und Abmarsch. Ich würde eigentlich nochmal gerne kontrollieren, ob wir hier feldfruchttechnisch auch dasselbe anbauen. Ja, sieht sehr gut aus. Oh, der ist gleich oben. Das ist aber gut. Na, er hat hier mit der Sämaschine ein bisschen Stress. Und ich würde sagen, wir gehen vielleicht in Zukunft weiterhin auf große Sämaschinen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall macht er hier oben ordentlich Meter gerade. Jetzt kommen die fast zeitgleich an ihre Enden an, ne? Das ist natürlich super. Mich interessiert aber, wie der da oben gerade umdreht. Komm, wir stoppen den hier mal. Und steigen wir schnell oben ein, um zu gucken, was er da veranstaltet. Und er zieht eisern durch. Das ist schon mal gut. Wenn er jetzt nach rechts fährt, ja. Echt cool, weil das hier keine offizielle Straße ist, hat er hier keine Kolli. Und dann fährt er auf dem Acker hier einfach bis hinten durch. Das ist sehr, sehr gut zu wissen für alle weiteren Fahrzeuge und Anbaugeräte zur Feldbearbeitung. Und guck mal hier, die 20 Meter, die hat er nicht so richtig. Also er hat zwar überlappend seine Textur, die er erstellt, aber ich glaube, original haben die bis 18 Meter oder sowas. Kann ich trotzdem mitleben, ist voll okay. Ne? Dann kann er hier ganz in Ruhe seine Streifen hoch und runter fahren. Und dann machen wir mit dem anderen unten am Kopfende das Vollwende fertig. Und dann können die sich gegeneinander zuarbeiten. Das klingt doch ja nicht verkehrt. Bin ich eigentlich sehr froh, dass es so läuft, wie es gerade läuft.
Dann machen wir weiter hier. Dann könnten wir hier aber eigentlich auch ein bisschen großzügiger die Feuerwände machen, oder? Dann würde ich ihn hier noch zweimal hoch und runter fahren lassen. Weil dann haben wir hier auf jeden Fall alle safe und kein Stress. Ist so wie hier, guck mal, die Straße, die erkennt er nicht als Collie. Theoretisch müsste er hier schön sauber umdrehen. Oder sich hochgradig einen anspielen. Also der Helfer, ich weiß, er braucht viel Arbeitsplatz und muss ordentlich rumrangieren. Und damit es wieder vernünftig läuft und er die richtige Position findet. Und das Problem ist einfach, er braucht dafür ewig. So. Hallo? Absenken, hat gesagt. Und Abmarsch. Aber er ist nicht gerade der Schnellste. Da, guck mal, der Big Bud, der kommt da hinten schon wieder. Könnt ihr das sehen? Ist es in der Aufnahme überhaupt ersichtlich, dass da hinten am Horizont der Big Bud wieder an die Eier kommt? Ach ja. Und dann müssen wir mit der Walze nochmal ran. Vorteil, wir können mit der Walze hier ebenfalls vor, wir werden schon mal fahren, zwei, drei Streifen. Und da der da hinten ja konfliktfrei umdrehen kann, kann der hier auch erstmal seine Bahnen ziehen. So, mal gucken, was er hier jetzt macht. Er zieht erstmal durch. Das ist schon mal sehr lobenswert. So. Jetzt fährt er zurück und dann dreht er um. Also er ist mit dem Arbeitsstreifen von der großen Seemaschine zufrieden, hat Feuerwende. Okay. So, warte mal. Wir warten hier mal ganz kleinen Moment. Ich würde nämlich sehen, wie die hier arbeiten, Bede. Dass sie hier im Akkordfeld erstellen. Und vielleicht geht es ja relativ schnell. Also Häckseln hat ewig gedauert. Ich glaube 3 Stunden. Hat der Häcksler hier verbracht. Und wie gesagt, die Ballen wickeln mit dem Göweil nochmal 6 Stunden oder so. Da werden wir wahrscheinlich mal eine andere Lösung finden, falls wir das nochmal machen sollten. Oder wir werden halt einfach nicht so großes Feld nochmal häckseln. So, na bitte, läuft doch. Ach, guck mal, wie schön der umdreht. Ich liebe es, wenn neue Technik funktioniert. Ich habe auf dem amerikanischen Farmland habe ich mit dem Big Bud sehr, sehr viel gemacht schon. Und bin sehr begeistert. Habe mich wieder neu verliebt in die alten Dinger. Das ist im 17er schon passiert, im 19er. Und jetzt wieder ganz schlimm, halt wirklich im 17er. Auf der Welker Farm damals. Ach, Leute. Im 19er habe ich ja dann ein Let's Play dazu, aber im 17er, da. Und ich habe schon immer Big Buds im LS, soweit ich das weiß. Ja, also irgendwann gab es die halt immer. Meistens kaufbare DLCs am Anfang, da waren auch diese Hudsonbichler Seemaschinen mit dabei, was da jetzt gerade hinten dran hängt. Aber die gab es dann irgendwann auch als Mods. Und ja, ich mag die Dinger einfach. Finde die mega. So. Wir lassen den mal fahren. Keine Ahnung, was der da hinten veranstaltet, wenn er umdrehen möchte. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in den Shop. Und gucken hier nach Mods und DLCs. Hier ist nämlich Heu- und Silagepaket. Das ist seit heute draußen. Heute ist der 13.06. Wenn das Video kommt, natürlich nicht.
Wow, 14 Tage weiter. Oh, ich bin 2 Wochen hinterher. Entschuldigung. Auf jeden Fall haben wir hier die Fahrzeuge aus dem Paket. Ist ein DLC zum Kaufen, ist nicht frei. Glaub, kosten 10er bei Giants, ne? Möchte ich sagen, ja. So, wir haben hier einen Metrak. Sieht aus wie so ein. Oh, wie hießen die Dinger? Ich stehe gerade auf der Leitung. Habe ich hier aber auch irgendwo Kompakttraktoren? War der hier mit bei? Irgendwo hier hatte ich sowas. Nee, der ist da aus dem Mod-Paket. Hier! Aebi. Sieht fast genauso aus. Ne, wie gesagt, ein Reform-Metrak haben wir hier. Wir gucken mal hier wieder weiter. So. 103.000, 75 PS. Haben wir hier verschiedene Reifenvarianten, Mitas und BKT. Okay. Dann haben wir hier eine Farbpalette wahrscheinlich. Jo. Ja, ist halt für eine alpine Karten und sowas perfekt. Hat einen sehr, sehr niedrigen Schwerpunkt. Ist für Wiesen am Hang, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet. Kannst du vorne mähen, hinten Heuwender ran oder einen Ladewagen, dies, das, Ananas. 75 PS, 103.000 ist aber ordentlich. Wenn du fährt 40 km/h, da kannst du mal eine Ernte mit abfahren. Der hat da hinten hoffentlich eine Hängerkupplung, oder? Ja, hat er. Ich finde die cool, die Dinger. So, dann haben wir den gleichen hier nochmal von Rigitruck. Da hier 75 Liter reinpassen, ist es kein Elektrotraktor. Hat auch einen Auspuff an der Seite. Da, guck. Machen wir mal eine kleine, naja, Mod-Vorstellung ist es ja auch nicht, aber wir gucken uns einfach mal die Buden an, die hier im DLC mit dabei sind. Ich hatte das vorbestellt, war hier 10% günstiger, ich glaube 8 noch was. Ja, nicht der Rede wert eigentlich. Auf jeden Fall mega cool, das Ding. Also ist mal wieder was anderes, ne? So, Kennzeichen können wir uns ersparen. Was hat der hier? Der hat auch 75 PS. Der ist ein bisschen schwerer, ein bisschen teurer. So, dann haben wir hier noch von Reform ein Mountie. Das ist ein Traktor. Auch wieder sehr kompakt. Ist jetzt vielleicht sogar die gleiche Rahmenbauweise, nur andere Haube, Motorposition und Kabine. Aber guck mal hier, Auspuff und so was. Also der Detailgrad, der ist schon wow. Hast du wieder verschiedene Reifenhersteller. Und bei manchen kannst du noch die Radvariante ändern. Nö, nur bei Michelin. Okay. So, dann haben wir hier noch einen Reform-Muli. Der T8X ist wie der. Na, der Mensch, ich komme nicht drauf. So einen hatten wir doch. Oh, ist das ein Knickschlepper, sag mal? Nee. Nee, ist er nicht. Hatten wir auf der Dings auch gehabt hier, auf der Western Wilds Map. Da hatten wir auch so ein Ding. Und hier kannst du wieder haufenweise mit den Rädern rumfummeln. Hier hast du die Straßenbereifung, Kontinental, okay. Dann kannst du hier hinten und vorne auch, dann hast du Warntafel mit dran. Eieiei, okay. Scheinwerfer an, abbauen, vom Dach rundum leuchten, fetten LED-Balken. Cool. Und 3-Punkt-Hydraulik, ja, nein. Dann hast du gleich oben nochmal mit extra Blinker dran. Das hast du nur ein Zugmaul, hier hast du dann mit Zapfwelle, okay. Farbpalette wie die anderen, genau, das war 137. Warte mal. War das bei Diverset? Hatte ich den hier? Reform, da ist er hier, klar. Der Unitruck von Lindner, da ist er doch. Wollte ich doch sagen, diese Beete gleichwertig, ne? Wäre natürlich cool, wenn hier Beete Anbaugeräte ranpassen würden. Die Kombination haben wir hier nämlich Ladewagen, Miststreuer, Pritsche und Gülle und so was. Und hier kommen wir gleich zu Ladewagen und Pritsche. Genau. Wollte da sagen, Unitruck, da ist er doch gewesen. Genau. Coole Ding, gefällt mir. Finde ich ein bisschen schöner, weil der ist so ein bisschen eckiger hier. Und vom Detailgrad, da kannst du nicht meckern. Ich mag diese kleine Räte eigentlich sehr selten bis gar nicht mit die spielt, weil das nicht so in meinem Fahrzeugpark immer reinpasst. Aber ich finde die cool. So, dann haben wir hier eine Pritsche. Ein Kipper mit Schutzgitter. Dann Ballenwagen. Nur ein Schutzgitter. Oder Pritsche ohne Gitter. Und dann fängt die Sache von vorne an. Ist wie so ein Absetzrahmen, ne? Hauptfarbe haben wir hier wieder eine ganze Palette. Dann haben wir hier noch ein Ladewagenanbau. Genau, mit Pickup hinten rum. Cool. Silenmitteltank können wir hier noch anbauen. Ja. Was ist das denn? Ernsthaft? 4,20 Meter. Ein Handmäher? Mit einem W-Balken? Ehrlich? Auf eine Gartenfräse? Cool. Und ein Bandschwader.
Alles klar. Das ist ja nicht mal so günstig. Da kriegst du ein Auto für, Leute. Okay. Dann haben wir hier ein Tornado. Das ist ein Schneidwerk, ne? 3 Meter. Ja, B-Werk. Beleuchtung? Wo sind. Ach so, vorne kleine Lämpchen. Okay. Tornado 306. Viel Unterschied. 306 plus. Braucht mehr Leistung. Der Rest ist der gleiche. Okay. So, dann haben wir hier einen Krone Easy Cut. Das ist mit bei. 3,20 Meter. Und. Das sind Heuwender, ne? Ja. Von Kronen Highland. Okay. Das müsste. Genau, das sind Wender. Das sind Schwader von Krone. Ey, ist echt viel dabei, ne? Von Firma Krone. Na, alles für die Grünlandtechnik ist viel dabei. Dann haben wir hier einen Bandschwader, einen Frontbandschwader, ne? Und das hier? Jetzt sind zwei zusammen. Ist das für die Front oder ist das für hinten? Ne, ist für vorne. 7 Meter Frontschwader, Bandschwader, ist ja geil. Und das ist eher für hinten rum. 9 Meter. Okay, den klappst du auseinander. Das ist wieder cool, irgendwie. Aber der ist teuer. 125.000. Hier kannst du mit den Rädern ein bisschen rumfummeln. Okay. Dann kommt hier Pöttinger auch noch. Haben wir hier einen großen Schwader mit 14 Meter. Ja, davon haben wir schon ausreichend und viel, ne? Verschiedene Reifenhersteller haben wir hier. Reserverad können wir ranbauen. Ach Gott, da hinten und Klenet. Okay. Können wir das Schwadtuch an- und abwählen? Multifast? Ne, Multitask, so. Das sind hier Führungsräder. Wahrscheinlich, dass man da ausgeklappt vernünftig mitfahren kann. Und ein Kennzeichen. Gut. Und dann haben wir von Pöttinger noch einen großen Ladewagen. 250 PS will der haben. Hier passen 47.000 Liter rein. Das ist aber okay. Pickup, ja, nein. Oh, kannst du als Anhänger benutzen. Das ist ja cool. Also optisch ist ja okay. Reifenhersteller haben wir hier Michelin, BKT, Wredestein, Trelleborg. So, Wredestein. Okay, verschiedene Reifenprofile. Werbetafel. Hinten? Ja. Cool. Obst und Gemüse, Brot und Eier, Oliven und Milch, alles dabei. Abdeckung? Schön. Oh, mit einem Gitter. So ein Plastiknetz. Schön, gefällt mir. Seelenmitteltank, wahrscheinlich vorne. Ja, da ist er. Und Kennzeichen 109.000, das geht aber. Na, für 47.000 Liter ein Ladewagen von Pöttinger? Warum nicht? Okay. Ja, was soll ich sagen? Also, auf dem ersten Eindruck sind die 10 Euro dafür okay, oder? Sage ich jetzt mal. So, wir könnten eigentlich die Feldwalze aktivieren, dass er schon mal zuarbeiten kann hier. Dann sind wir nämlich, wenn die Walze durch ist, fertig. Du, mein Freund, starte die Motor und dann fahre zu die Feld. So, 396.000. Wir haben ordentlich Asche ausgegeben. Aber mit dem, was wir haben, dürften wir eigentlich sehr gut klarkommen in Zukunft. Und wie gesagt, den Maisacker, den wir hier gerade erstellen, den würde ich dann sehr gerne dreschen. Mit beiden Dreschern. Wir haben ja einen großen und einen kleinen. Und wenn das Budget irgendwann soweit ist, dann würde ich den kleinen Drescher abgeben, dafür den nochmal einen großen holen. Und ja. Ja, das war jetzt aber ganz schön klose. Gut. Schwein gehabt. Ja, Sammelobjekte. Weiß ich nicht, ob wir da jetzt nochmal großartig auf die Jagd gehen. Da bin ich leicht ernüchternd, weil. Ihr habt gesagt, manche können wir gar nicht finden, weil die sind irgendwie unter der Map, mehr oder weniger unter Häusern zu tief platziert. Ja, da jetzt mit einem Editor oder hier mit der Konsole rumfummeln, um die zu finden. Das ist mir dann doch zu viel Hackmeck. Dafür kriegen wir dann doch zu wenig dafür. Wir können ja aber in die Statistik mal reinschauen, wie viel wir denn überhaupt schon gefunden haben. Das können wir machen. Und zwar 57 von 100. Naja, über die Hälfte haben wir schon. Also haben wir 57.000 schon mit Sammelobjekten eingesammelt. Ist okay. So. Die Walze braucht ja nicht viel Feuerwände, ne? Da reicht der Edge-Streifen ganz locker.
Dann können wir den nämlich da lang hochfahren lassen. Und guck mal hier, der Big Bud mit der Seemaschine. Der macht hier richtig Meter. Der schafft ordentlich. Ich weiß ja nicht, wie oft, oder besser gesagt, wie hat denn der hier oben jetzt? Der sieht so ordentlich aus hier. Müssen wir gleich mal Kontrolle machen. So, da die Bäume hier entfernt sind, müsste eigentlich durchziehen bis ans Ende. Genau. So eine Runde rum. Und dann kann er Bahnen fahren. Bis ans Ende. So, und gib ihm. Er hier, er macht fleißig seine Sache. Er zieht durch. Vielleicht brauchen wir wirklich noch eine zweite Feldwalze. Warte mal, wie viel PS hat denn der New Holland? Ist doch der, ne? 310. Warum haben wir nicht die hier? Ach, weil die günstiger war. Eieiei, aber die ist noch breiter von der Arbeitsbreite. Verdammte Hacke. Tja, jetzt ist die Frage. Hier können wir halt auch eine Mulchwalze draus machen, aber brauchen wir nicht. Dann würde ich lieber davon innen nehmen. 160 PS. Die braucht sogar mehr Leistung hier. Die braucht weniger. Na, mal schauen. So. Wir gucken uns nochmal an, wie er hier umdreht. So. Mag den Apparat. Habe ich das schon mal gesagt? So. Okay. Die Walze ist ja eigentlich auch gleich an die Eier gekommen, oder? Ja. Oh, der fährt aber nicht schnell. Ich würde sagen, wenn der hier oben angekommen ist, fahren wir zum Shop und dann tauschen wir die Walzen nochmal ein. Dann würde ich die verkaufen und dafür zwei andere holen. Dann den blauen New Holland mitholen und dann können die hier zusammen walzen, oder? Dann kann er nämlich auf der anderen Seite hier mit zuarbeiten. Dann sollte der Acker relativ schnell bestellt sein, weil ich habe nämlich festgestellt, das hier, also die drei Felder mit Walzen, das dauert. Das dauert ja nicht mal, ne? Also das geht nicht schnell. Definitiv nicht. Ja. Was schnell geht, ist der Kollege hier mit seiner Aussaat. Der schafft nämlich richtig Meter. Das ist sehr, sehr schön. Und davon hätte ich gerne nochmal ein zweites Gerät. Ja. Das läuft nämlich. Na, wo ist die Walze? Da ist er. Sieht man fast ja nicht. Alles klar. Freunde, das war's. Ich lasse die hier noch fertig machen. Oder wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn die das hier vollenden. Weil das Feld ist groß. Na? Dann schaue ich jetzt gleich, dass ich da hinten die Walze abfange. Und dann wird hier mit zwei Walzen beim nächsten Mal weitergemacht. Okay, also ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht ihr Quatsch. Und drin gehauen.